Mohit! Mohit, was machst du denn da? Sie bringen deinen Vater und deinen Onkel ins Gefängnis. Was ist los mit dir? Bist du mein Bruder, Mohit, oder jemand anderes? Mohit, halte sie doch bitte auf! Mohit, bitte! Mohit! Du machst einen Fehler, den wir dir nie vergeben können! Mohit! Was ist in dich gefahren? Bitte halte die Polizei auf! Wie lange sind Sie schon bei der Polizei? 4 Jahre. Herr Kripashankar, hören Sie. Sie sind also seit 4 Jahren ein Polizist, okay? Wenn Sie ein Dieb statt eines Polizisten wären und einen Lastwagen mit teuren Waren gestohlen hätten, was hätten Sie mit diesem Truck gemacht? Ich hätte ihn irgendwo versteckt. Richtig. Absolut. Und Sie hätten ihn nicht vor Ihrem Haus geparkt. Richtig? Trotzdem sind Sie bereit zu glauben, dass Jivan und Ravi Waren im Wert von Millionen stehlen und direkt vor Ihrem Haus aufbewahren, um leichter verhaftet zu werden. Ich verrate Ihnen jetzt mal was. Und danach werden Sie vielleicht verstehen, wo und wie dieser Diebstahl stattfand. DCB 00922. Das ist die Kontonummer von Mohit Sharma. Ich bitte Sie hiermit, dieses Konto zu prüfen. Es wurden 12,5 Millionen Rupien auf sein Konto überwiesen. Und zwar von meinem Konto. Ich habe das Geld an Mohit gezahlt als Gegenleistung für die Waren im Truck. Der gesamte Wageninhalt sollte ein Geschenk für meine Schwiegereltern sein. Mohit Sharma, entspricht es der Wahrheit, dass Herr Khanna Geld auf Ihr Konto überwiesen hat? Ja, aber das Geld, das ist... Herr Khanna redet Unsinn. Wenn die Ware tatsächlich von uns ist, wo ist dann Ihre Rechnung? Absolut richtig. Die Ware wurde geliefert und die Zahlung ist erfolgt. Aber die Rechnung... Wo ist sie denn? Ich bin hergekommen, um die Rechnung zu holen. Aber Sie wollten sie mir nicht geben. Weil Sie einen Steuerbetrug begangen haben. Stimmt's? Die Regierung hat Reformen eingeführt, um Leute wie Sie verurteilen zu können. Ich weiß, wie man mit listigen Leuten wie Ihnen umgeht. Mitkommen! Hören Sie mir bitte wenigstens zu. Lassen Sie mich durch. Hey, hören Sie mir zu. Ich komme auch mit. Ich komme gleich. Hey, wo bringen Sie ihn hin?
Hört auf zu weinen, um Himmels Willen. Es hat keinen Sinn, um diesen schamlosen Kerl zu weinen. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Nichts wird sich ändern, wenn wir weiter so weinen. Sonal. Was machst du da? Ruh dich doch aus. Wegen dieser familiären Probleme kümmerst du dich kaum um dich? Vergiss dein Kind nicht. Ich befürchte, Mohit ist vom rechten Weg abgekommen. Dafür gibt es einen Grund. Er wurde irregeführt. Wir sollten niemand anderen beschuldigen, wenn die Schuld bei unserem Sohn liegt. Wir haben Mohit so erzogen, wie wir Mehek erzogen haben. Mohit hat einen Fehler gemacht und für den wird er bezahlen müssen. Hör zu, vergesst, was passiert ist. Was geschehen ist, ist nun mal geschehen. Mohit ist der Sohn dieser Familie. Eines Tages wird er seinen Fehler einsehen. Bitte seid fröhlich und esst zu Abend. Bitte, ich bitte euch. Los, bitte. Mehek, ich denke, du solltest hier bleiben. Ich kümmere mich um die Arbeit. Ruf mich an, wenn es ein Problem gibt. Okay. Ich komme heute Abend zu dir. Ich werde dir das Auto schicken. Mehek, darf ich dir was sagen? Bitte versteh das jetzt nicht falsch. Und sag es niemand anderem, ja? Bitte. Ich glaube, dass wir Mohit für immer verloren haben. Ich sagte gerade, alles würde gut werden. Das habe ich nur gesagt, damit sich alle besser fühlen, aber das wird nicht passieren. Du musst jetzt stark sein und hilf Sonal stark zu sein. Deine Familie braucht dich mehr denn je. Bitte. Was ist nur in dich gefahren, Mohit? Was hast du nur getan? Was soll das? Sind Sie mein Anwalt oder ein Regierungsvertreter? Warum muss ich Geld bezahlen, wenn ich noch nie etwas an Shoya verkauft habe? Sir, sagen Sie mir, was ich tun soll! 12,5 Millionen Rupien auf Ihrem Bankkonto. Wo kommt das her? Haben Sie eine Antwort? Entweder Sie bezahlen die Strafe oder Sie kommen ins Gefängnis. Was bleibt mir noch, wenn ich die Strafe bezahle? Ich muss die Hälfte des Geldes auf meinem Bankkonto als Bußgeld abgeben. Sir, Sie müssen die Kaution und die Umsatzsteuer bezahlen. Sollten Sie diesen Betrag nicht bezahlen, wird das Finanzamt anfangen, Ihr Unternehmen unter die Lupe zu nehmen. Für wen zum Teufel hält sich Shoria? Jeder, der gegen ihn antritt, zieht den Kürzeren. Ich habe so hart gearbeitet. Ich habe den Wettbewerb verloren, um Geld zu verdienen. Ich habe sogar das Haus geteilt, aber was habe ich bekommen? Nichts. Ich bin wieder ganz am Anfang. Mohit, was passiert jetzt? Ich habe so viele Träume gehabt. Ob sie jemals erfüllt werden? Wow, das ist ein gutes Foto, Karuna. Zeig mal. Sieh dir das an. Du bist hier. Sie sehen so gut zusammen aus. Karuna ist noch wach? Harish ist auch auf diesem Foto. Sieh mal. Oh. Hallo, Mehek. Schau mal her. Wir sehen uns die Fotos von deiner Hochzeit an. Mehek? Ist alles in Ordnung? Gibt es ein Problem? Karuna, wird es jemals eine Phase im Leben geben, in der alles in Ordnung ist? Oder wird das Leben immer wieder neue Herausforderungen für mich bereithalten? Mehek, das ist es doch, worum es im Leben wirklich geht. Wenn du nur Glück im Leben hast, hörst du auf, es zu schätzen und du hörst sogar auf, die Menschen zu schätzen, die dir Glück schenken. Weißt du, Mehek, manchmal muss man einfach nach seinem Glück suchen.
Es wird nicht ohne dein Hinzutun zu dir kommen, ja? Weißt du, Mehek? Ich habe Shoria nicht zur Welt gebracht. Aber ich kenne ihn sehr, sehr gut. Egal, was er tut oder sagt. Ich spüre, dass er dich sehr liebt. Also das glaube ich wirklich nicht. Er verbringt die ganze Zeit mit Nikita. Euer Ernst? Ich spreche über ein ernstes Problem und ihr lacht darüber? Meg, wenn du mehr Zeit damit verbringst, mit deiner Schwiegermutter zu reden, als mit deinem Mann, ist es klar, dass er Zeit mit einer anderen Frau verbringt. Bitte, hört auf zu lachen und helft mir. Okay. Meg, wenn du tust, was wir sagen, wird Shoria immer wie eine Biene um dich herumschwirren. Ja. Meg! Sie ist so seltsam. Was willst du denn? Willst du mich noch mehr belästigen? Hör zu, so wichtig bist du nicht. Du bist derjenige, der verantwortlich ist für das, was passiert ist. Und wenn du nicht bald deine Art änderst, wirst du deinen wahren Reichtum verlieren. Und zwar deine Familie, die dich über alles liebt. Hör auf, kindisch zu sein und akzeptiere, dass du den Fehler gemacht hast, als du sie verhaften lassen wolltest. Behalte deine Ratschläge und Drohungen für dich. Wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast, leg auf. Weder berate, noch bedrohe ich dich. Ich warne dich einfach, den Fehler, den ich gemacht habe, nicht zu machen. Nämlich Geld mehr zu schätzen als Liebe. Ich habe dir das Geld nicht gegeben, um den Wettbewerb zu gewinnen. Ich wollte, dass du einfach mal etwas für dich selbst tust. Ich wollte doch einfach nur Meg aufheitern. Deshalb habe ich es getan. Zu viel Zeit mit Meg zu verbringen, hat dich eingebildet und zu einem Heuchler gemacht. Du hast mir Geld aus egoistischen Gründen gegeben. Rechtfertige dein Handeln nicht. Mach dir keine Sorgen um mich. Kümmere dich um dich selbst, Shoria, wie du es immer getan hast. Ich will reich sein. Denn dann respektieren mich die Leute automatisch. Hör zu, du Narr. Du erhältst das Doppelte des Betrags, den du investierst. Auf diese Weise habe ich schon 4 Wohnungen gekauft. Hast du mich verstanden? Ich habe doppelt so viel Geld bekommen, wie ich investiert habe. Entschuldigung. Weißt du, wie man den doppelten Betrag des investierten Geldes erhält? Ich will das nämlich auch. Bitte sag mir, was ich tun soll. Wer bist du denn? Verschwinde. Hör mir mal zu. Lass mich dir mal die Wahrheit über diese Welt erzählen. Es gibt 2 Arten von Menschen auf dieser Welt. Diejenigen, die respektiert werden wollen, und diejenigen, die Geld verdienen wollen. Ich gehöre zur 2. Kategorie. Ich will Geld verdienen. Hau ab, sonst knallt's. Ich weiß ja nicht mal, wer du bist. Hör zu. Es ist mir egal, ob du mich schlägst, haust, trittst oder bespuckst. Ich werde nicht gehen, bis du mir den Trick verrätst. Wette auf Cricket-Spiele. Ich gebe dir eine Nummer. Sag der Person, dass Albert dir diese Nummer gegeben hat. Mach, was er sagt, geh jetzt und dein Wunsch wird sich erfüllen, klar? Kellner, geben Sie mir einen Stift und ein Stück Papier. Gehen Sie. Nimm die Nummer und verschwinde. Geh schon. Los. Hören Sie, Sir? Der Job ist erledigt. Stellen Sie bitte sicher, dass die Verkabelung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Bitte entsorge dieses Wasser, bevor du mit der Arbeit anfängst. Hallo? Ja, Tante. Ja, Kanta, keine Sorge. Alles wird gut werden.
Nikita, sei vorsichtig. Geht es dir gut? Sicher. Es geht mir gut. Oh. Bist du dir sicher? Ist ja, alles okay? Mir geht es gut. Au! Es macht so Spaß, sie früh am Morgen zu ärgern. Komm schon, das Tuch. Oh ja. Nur weil er genau weiß, dass ich ihn niemals verlassen werde, schätzt er mich nicht. Ah, hör zu, Nikita. Verkabelung, Fliesen, Möbel sowie die Schädlingsbekämpfung und Reinigung sind fertig. Okay. Die Lieferungen werden morgen eintreffen. Danach werden wir neu anfangen können. Bitte schließ die Tür ab, bevor du gehst. Ich muss heute früher los. Natürlich. Geh nach Hause, ich kümmere mich Danke. Um alles. Gibst du bitte auch Shoria Bescheid? Okay. Meg? Was ist mit der neuen Speisekarte? Oh Gott. Es gab so viel zu tun, ich hab's vergessen. Wie dumm. Lass uns das morgen besprechen, bitte. Okay, kein Problem. Das machen wir morgen. Okay, bye. Tschüss. Meg ist gerade gegangen. Nikita, wo ist Meg? Da ist sie. Sag ihr bitte, dass sie vorsichtig fahren soll. Wenn sie durch den Wind ist, wird sie immer etwas leichtsinnig. Du nimmst sie wohl immer auf den Arm, oder? Niki, lass uns abschließen. Soll ich dich vielleicht nach Hause bringen? Geh ruhig, ich schließe hier ab. Eigentlich wird die Innenarchitektin in Kürze hier sein und ich muss sie sowieso treffen. Okay, behalt du den Schlüssel. Gut, tschüss. Hallo? Shoria Kana? Hallo? Hallo. Wer ist dran? Ich habe ihre Kontaktdaten auf dem Telefon dieser Frau gefunden. Etwas ist ihr passiert. Sie liegt auf der Straße. Der Name auf ihrem Ausweis ist Meg. Was? Bitte warten Sie dort. Ich werde sofort da sein. Wo genau sind Sie? Chhatarpur, Sir. Ich schicke die Adresse. Okay. Wo bist du? Meg!